Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid und hallo Michael Geithner, schön, dass du da bist. Hallo Claudia Sanders von Dressurstudien. Ja, danke für die Einladung. Gerne. Gern, immer wieder. Mike, du hast es bestimmt heute auch in den Nachrichten verfolgt. Die heutigen Zahlen zum Coronavirus sind ja wieder eigentlich sehr bedrückend. Wir haben weit über 1.100 Tote. Dazu muss man aber vielleicht sagen, um das ein bisschen einzuordnen, über die Feiertage wurde natürlich nicht so stringent gemeldet wie die übrigen Tage. Also deswegen kann es sein, dass wir hier jetzt, ich sag mal, eine Anhäufung haben, aber nichtsdestotrotz bleibt am Ende des Tages eine Zahl von 1.100 Menschen, die es weniger in Deutschland gibt und deren Angehörige kein lustiges Silvester feiern werden, weil sie einfach trauern. Und wir werden auch langsam von der Politik darauf vorbereitet, ich glaube, so kann man das sagen, dass diese Einschränkungen, die wir jetzt erleben und die ja eigentlich bis zum 11. Januar begrenzt sein sollen, die Länderchefs und Regierungschefs wollen sich am 5. Januar treffen und darüber beraten. Und schon heute hören wir angesichts der hohen Infektionszahlen, des hohen sogenannten R-Wertes, dass das vermutlich nichts werden wird, dass wir ab dem 11. mit weniger Einschränkungen rechnen können, sondern dass wir noch weiter in dieser Phase bleiben werden. Und vermutlich müssen wir froh sein, wenn wir nur in dieser Phase bleiben, weil es gibt auch tatsächlich Überlegungen, noch weitere Einschränkungen zu machen. Wie auch immer das aussehen wird, eines für uns als Pferdebesitzer ist klar, viele von uns haben zeitliche Beschränkungen, die sie in ihrem Alltag mit ihren Pferden haben, weil sie eben Vorgaben vom Stallbesitzer haben, der einfach Einschränkungen macht, damit die Hygienevorschriften irgendwie eingehalten werden können. Und wir haben uns überlegt, wie können wir euch ein bisschen unterstützen? In welcher Art und Weise könnt ihr es schaffen, euer Pferd in relativer kurzer Zeit, ich sag mal, so auszulasten, im Kopf zu beschäftigen, aber auch körperlich so fit zu machen, dass ihr kein schlechtes Gewissen haben müsst, wenn ihr vielleicht nur 1,5 oder 2 Stunden für euer Pferd täglich habt. Erlaubt mir noch einen Nebensatz und dann kommen wir zu dir, Mike, damit ich hier nicht die ganze Zeit quatsche. Wir setzen diese Serie fort und zwar am kommenden Mittwoch mit Stefan Schneider. Stefan Schneider, Tierarzt, Working Equitation Trainer und derjenige, der die Pferde seiner Frau, die Jungpferde seiner Frau, nämlich von Uta Gref, quasi schussfest macht und an ganz viele unmögliche Dinge gewöhnt und auch mögliche Dinge. Und mit ihm werden wir am kommenden Mittwoch darüber reden, welche Rezepte er für diese Ausnahmesituation und Corona parat hat. Aber jetzt, Mike, freue ich mich erstmal, dass du da bist. Denn du bist nicht nur der Herrscher über das Blau-Gelbe, quasi, sondern du hast auch eine Methode eingebaut, die Equikinetik, über die wir später nachher noch ein bisschen ausführlicher reden. Aber die Equikinetik baut auf dem Intervalltraining. Verrat uns ein bisschen mehr dazu. Also grundsätzlich möchte ich mal da kurz anhaken nach oder einhaken, wo du warst. Und zwar bei den kurzen am Stall sein. Es war ja gleich im ersten Shutdown im Frühjahr, waren ganz viele Equikinetik-Anwender, die dann neu dazugekommen sind, weil einfach da die Zeit begrenzt war und haben sich gesagt, okay, 12 Minuten Arbeitszeit mit abbauen und herrichten, das kann ich gewährleisten. Und dann ist halt einfach so, dass bei dem Training ist es ja schon praktisch ja schon Jahre bewährt. In der kurzen Zeit mit einem Tag Pause dazwischen war natürlich ideal für diese kurzen Stallzeiten. Beim Intervalltraining allgemein ist es ja so, das kann man ja auch ohne Gassen machen. Also wenn ich heute einen Lehrgang mache oder in der Trainerausbildung von mir, sage ich immer, Leute, alleine schon, wenn man jetzt einmal jetzt ins Gelände geht, ja, statt vielleicht nur Mike, ich möchte ja. dich einmal ganz kurz unterbrechen. Wir haben hier einen Spammer auf unserer Dressurstudienseite, der immer irgendeinen Link jetzt postet, wo man angeblich nur über eine App uns sehen kann. Das stimmt so nicht. Klickt einfach auf die Seite und klickt diesen Link auf gar keinen Fall an. Ich versuche jetzt einfach mal parallel diesen Scheiß hier zu löschen, aber im Moment bockt mein Facebook, aber ich bin schon wieder ruhig. Mach mal, Okay, Mike. also zum Beispiel, was da sinnvoll ist, weil man sagen, ja, Pferde trainieren nicht so lange Zeit. Man kann zum Beispiel ja im Schritt wunderbar Intervalltraining machen. Das Einzige, was man eigentlich braucht, ein Timer, den kann man auch kostenlos über Handy-App haben, wo man eigentlich sagt, 1 Minute gehe ich strammen Schritt,
Dann mache ich 30 Sekunden locker, praktisch Pause im Schritt und dann ziehe ich wieder 1 Minute an. Also da hat man die Pferde erst einmal körperlich ausgelastet. Und es gibt natürlich, wenn man dann in den Gassen arbeitet, hat man eigentlich eine sehr gute mentale Auslastung. Es gibt einen Satz, der ist schon ewig alt, der heißt, Bewegung entsteht im Kopf. Und was immer so ein bisschen mein Credo ist, dass die Muskulatur sagt nicht zu dir, Claudia, beweg dich, ja, auch nicht zum Pferd, sondern das Gehirn, ja, sagt, ich hab einen Bewegungsdrang. Und gerade bei dem Intervalltraining, was man da ja schon nutzt, seitdem, dass es das gibt, ja, man nutzt ja auch diese Pausen, die ja im Intervalltraining irgendwie mittels am Ton, dem Piepston beim Timer oder im Fitnessstudio diese Blubbersäulen, die es da gibt. Und immer bei der Pause gibt es eine Dopaminausschüttung im Gehirn. Und das ist natürlich, das motiviert natürlich den Menschen oder das Pferd auch, da wieder weiterzuarbeiten, also Leistungen zu bringen. Und vor allen Dingen, es lastet das Pferd auch mental aus. Und die Gassen natürlich, ich meine, das ist jetzt ja kein großes Geheimnis mehr. Und die bewegen auch einiges im Kopf. Ich meine, das ist, man kann jetzt über verschiedene Dinge diskutieren, aber was keiner gemacht hat, das haben wir gemacht, unter Anführungsstrichen, und zwar Gehirnstrommessungen bei Pferden in der blaugelben Arbeit. Und das Ergebnis war, dass die Gehirnaktivität signifikant erhöht wird. Du hast anscheinend Sorgen, deinem Gesichtsausdruck nach, Claudia. Ich könnte in meine Schreibtischkante beißen, weil ich kriege diese verdammten Spam-Kommentare nicht gelöscht gerade. Aber nichtsdestotrotz entspanne ich mich jetzt mal, weil wir alle wissen ja, beim Intervalltraining ist es ja immer positiv, wenn man eine Phase der Anspannung und dann der Entspannung hat. Erzähl Ja. uns dann noch mal ein bisschen mehr dazu. Ja, ist ja mal so, es ist ja dieser Vorteil von jedem Intervalltraining ist, dass du ja zum Beispiel, wenn du jetzt hergehst, du sagst, du nimmst der Trainingszeit, ich reite mein Pferd eine halbe Stunde, ja, oder 25 Minuten. Hast du ja, wenn du diese Zeit mal, du machst jetzt, du reitest einmal 3 Minuten durch, du reitest einmal 2 Minuten, dann wieder 10 Minuten. Wenn du immer vorgegebene Intervalle hast, hat erstmal das Pferd eines, es kann dich darauf einstellen, was Arbeit auf ihn zukommt. Das zweite Mal, das Pferd weiß, wann die Arbeit vorbei ist. Ich sage immer, egal wie heute die Stimmung ist, es sind nur 6 mal 3 Minuten, dann ist es vorbei, zum Beispiel der gerittenen Dualaktivierung oder Äquigenetik, 8 mal 1 Minute, ja, dann ist es vorbei. Und diese Berechenbarkeit macht unwahrscheinlich viel aus. Aber was man nicht unterschätzen darf, wenn du jetzt zum Beispiel Fitness machst und bist auf dem Heimtrainer und fährst 30 Minuten am Stück durch, dann ist es ganz was anderes, wie wenn du Intervall fährst. Das heißt praktisch, wenn du 2 Minuten Vollgas fährst, dann machst du 1 Minute Pause, dann hast du ja wieder kurze Erholungsphase, zwar nicht vollständig, aber kurz und kannst wieder voll angreifen, sodass es wieder machbar ist, dass du wirklich die Leistung rausholst aus dir. Und der Herr Weiß hat da, Eberhard Weiß, einen sehr guten Ausdruck dafür. Er sagt, das Pferd komplett durcharbeiten. Ja, das hört man heute nicht mehr so oft. Ja, ich habe mein Pferd komplett durchgearbeitet. Das heißt aber nicht, dass der keuchend und schwitzend aus der Reithalle kommen muss, sondern dass die Muskulatur gut durchblutet ist, dass das Pferd wirklich gearbeitet hat. Ja, aber nicht nur in der Physis, sondern auch in der psychisch, also psychisch im Kopf, dass sie ausgelastet sind. Und gerade in so Shutdown-Situationen oder Reha. Wenn ein Pferd Boxenhaft hat, ist ja wirklich ein riesengroßes Problem, die im Kopf einigermaßen frei zu halten. Da kann ich mich noch erinnern, es ist ein paar Jahre schon her, da war mal nur ein richtiger Winter. Ich kann euch nicht mehr die Jahreszahl sagen, aber da war schweinekalt, teilweise minus 30 Grad hier in Bayern. Und da hatte ja keiner mehr die Pferde raustun können, weil man hat Angst gehabt, dass die Leitungen einfrieren. Ja, die Pferde waren noch ein bisschen Heizung im Stall. Und dann haben wir da die Leuten damals die Empfehlung gegeben, macht's Fahnenarbeit mit ihnen. Also wirklich in der Stallgasse. Rechts, links und dann waren die Pferde deutlich, ja, ruhiger, weil sie einfach im Kopf was getan haben. Und das wissen wir auch vom Hundetraining. Ich meine, ich habe Enkelkinder, ja, die sind jetzt seit 9 und 6, die kannst du körperlich kaum auslasten, ja, weil die da den ganzen Tag können, die toben im Schnee und am Abend würden es noch weitermachen. Aber wenn die mal eine halbe Stunde sich konzentrieren müssen auf irgendwas, dann machen sie einen Mittagsschlaf. Und so ist auch beim Pferd wichtig, dass einfach in der Zeit, wenn du weniger Zeit hast, dass du das Pferd sinnvoll trainierst. Ja. Für mein Dafürhalten, weißt du,
ist sowieso, die Trainingszeiten haben wir ja drastisch verkürzt, weil es ist einfach so, ich muss ja auch die Konzentrationszeit vom Pferd und vom Menschen muss man berücksichtigen. Also Ute Holm hat mal zu mir gesagt, ob ich irgendeinen Menschen kenne, der sich länger als 5 Minuten konzentrieren kann auf dem Pferd, weil wir da diskutiert haben über die Konzentrationsdauer eines Pferdes und da muss die recht geben. Ja, sind ja wir auch nicht so toll. Aber das ist vielleicht der nächste Punkt, den wir gleich nochmal besprechen können, weil Intervalltraining und auch natürlich Epikinetik. Also sprich, wir haben eine Phase von, ich sag mal, 3 Minuten Arbeit, 1 Minute Pause. Das bedeutet aber auch, dass nicht nur das Pferd, sondern auch der Mensch sich wirklich diese 3 Minuten am Stück wirklich in höchster Konzentration verbringen muss, weil er muss kontrollieren, gerade bei der Epikinetik, ja, das ist das, ich sag mal, Longieren in einer Quadratvolte. Wenn dir das zu platt ist, darfst du es gerne korrigieren. Das ist in Ordnung. Kannst du gleich nochmal ein bisschen genauer erklären. Und da soll dann ja auch die Stellung und die Biegung tatsächlich so sein, wie wir es gerne haben, damit es auch zu diesem Krafttraining führt, was gewünscht ist. Ja, es ist im Endeffekt ja so, das Pferd ist bei der Epigenetik, wenn wir es mal vom Grund aufbauen, ja. Letztendlich ist sie, die ist wahrscheinlich älter, wie es, man sagt in Bayern immer, der Böhmerwald und der wurde schon dreimal abgeholzt, ja. Also Epigenetik war der Vorläufer, also in Innenstellung auf der 8-Meter-Volte longieren, war seit also mindestens 200 Jahre vor mir das Mittel der Wahl zum Muskelaufbau, aber auch zum Geraderichten von Pferde. Ja, da gibt es natürlich noch andere Ansätze, aber es war einfach die Basis. Und es ist fachlich eigentlich relativ einfach erklärt, wenn das Pferd in einer 8-Meter-Volte gebogen, also gestellt und gebogen läuft, dann ist die ganze Außenseite aufgespannt. Also das heißt, es ist in einer aktiven Spannung. Also ich glaube, alle Zuseher kennen das isokinetische Training, kennen das isometrische Training vom Yoga zum Beispiel oder Theraband, wo du gleichmäßig gegen einen Widerstand arbeitest. Und im Endeffekt ist es so, dass genau das dieses Krafttraining bringt. Und es ist schön, dass du das Wort Krafttraining benutzt hast, weil man redet ja immer vom Muskelaufbau. Und da haben wir natürlich schon in den Köpfen manchmal so diese Bodybuilder, ja, die da die übermäßige Muskulatur haben, um die geht es ja gar nicht. Bei dem ganzen isokinetischen Training, das eigentlich bekannt geworden ist in Deutschland, auf der ganzen Welt durch den Herrn Kieser, Kieser-Training, ja, ein starker Rücken kennt keinen Schmerz, Entschuldigung, und ist ja so aufgebaut, ja, langsam die Wiederholungen und immer unter Spannung den Körper halten und das ist das Geheimnis da dahinter. Und ein ganz wichtiger Faktor, ich kann es nicht oft genug sagen, ist der Timer natürlich, ja. Wir reden von dieser Glückshormonausschüttung und es werden ein paar Menschen hier zusehen, die kennen das Training mit einem Timer, nicht nur beim Pferd, sondern bei sich selber. Und es ist eine Tatsache, die kann man nicht wegdeuteln. Du willst einfach diese Dopaminausschüttung, diese Glückshormonausschüttung. Man kennt es auch von Klickern. Ja? Also, dass du einfach sagst, am Anfang hast du Klicker und Belohnung, am Schluss reicht, ich bin kein Fachmann, bitte die Profis nicht jetzt sagen, oh, der Geitner hat keine Ahnung, das ist wahr. Aber irgendwann habe ich mal sagen lassen, ist dann die Belohnung weg und der Klickton reicht schon als Belohnung. Ja? Du hast keine Ahnung von Klickern, wir konkretisieren das jetzt mal, aber von dem Rest hast du es schon, das passt schon. Ja, aber sag mal, weißt du, es ist einmal so, ich glaube, dass es viel zu viele Leute gibt in unserer ja, Gilde, sagen wir mal so, die reden über alles Mögliche, wo sie aber oftmals gar nicht in der Tiefe Bescheid wissen. Du kannst sagen, pass mal auf, ich habe mal gehört oder ich habe mir mal erklären lassen oder ich kann sagen, ich bin Fachmann. Ja? Ich habe mich damit intensiv beschäftigt. Wo ich mich mit Sicherheit beschäftigt habe, ist mit dem Thema Muskelaufbau seit vielen Jahren. Das hat mich schon immer interessiert. Und das ist ein hochspannendes Thema. Ich habe auch mit dem Fitnessprofessor von der Hochschule Köln habe ich Kontakt und der hat mir sogar erlaubt, seine YouTube-Videos in meine Lehrvideos mit einzuschneiden. Und das ist einfach so, das Thema interessiert mich und fasziniert mich immer wieder. Ja? Und dass die Epigenetik erfolgreich ist und dass sie funktioniert,
Da glaube ich, also ich halte mich bitte jetzt nicht, jetzt der Geithner, jetzt hebt er ab, aber das braucht man, glaube ich, nicht mehr diskutieren. Ich meine, wir haben hier eine ganze Latte von Reha-Kliniken, von Tierärzten, von Physiotherapeuten, von Osteopathen, von Chiropraktikern, die die Equigenetik aus Reha-Programm empfehlen, benutzen. Es gibt eine Pferdeklinik in Trier, die haben den Entlassungszettel, da ist Equigenetik schon zum Ankreuzen vorgedruckt drauf. Also, es funktioniert und es funktioniert heute noch genauso wie am ersten Tag. Es hat sich gar nichts verändert. Es ist einfach fantastisch. Mike, lass uns nochmal zurück zu den Leuten kommen, die vielleicht noch nicht in deiner blau-gelben Welt sind, sondern die wir jetzt erstmal interessieren wollen, generell für das Intervalltraining. Ja? Also, wir haben eine Phase der Anspannung, wir haben eine Phase der Entspannung. Was braucht ihr dafür? Ihr braucht einen Timer, den kriegt ihr kostenlos auf dem Handy. Da gibt es ganz viele verschiedene Apps. Ihr braucht eine Idee und ihr braucht einen Plan. Und dieser Plan muss sagen, was habe ich für ein Pferd, in welchem Zustand ist dieses Pferd, was kann ich dem zumuten? Kann ich nur im Schritt arbeiten? Kann ich auch im Trab arbeiten? Kann ich im Galopp arbeiten? Im Galopp arbeitet ihr allerdings nicht auf der Quadratvolte, weil das ist dann doch ein bisschen enge, gell? Also der Galopp ist in meiner Dualaktivierung oder in Epigenetik oder blau-gelben Welt ist kein Thema. Es war von Anfang an nicht. Wir gehen Trab und Schritt in allen der Methoden, ob das die Handarbeit ist in der Classic Work, longierte Dualaktivierung, weil ich sage immer, wenn jemand sagt, kann ich die 8 Meter Volte auch galoppieren, sage ich, du pass mir auf, wenn du dein Pferd auf einer 8 Meter Volte in einer reellen Versammlung 8 mal 1 Minute galoppieren kannst, ja, langsam unter Tempo, dann bist du schon im Himmel, da brauchst du keine Equigenetik mehr. Und Alexander Schmidt sagt immer zu den Leuten, ja klar, können Sie Equi im Galopp machen, ihr müsst nur von außen führen. Also ich kann nicht sagen, ich kann es nicht beweisen, weil wir es nie geforscht haben, ob Galopp noch effektiver wäre. Aber ich sage euch eines, alle da draußen, glaubt es mir eines, die effektivste Gangart zur Equi ist der Schritt. Und der Schritt war schon immer die Basis, die Mutter aller Gangarten. Wiener Hofreitschule, geh ein Jahr Schritt, den Rest kriegst du geschenkt. Und im Endeffekt muss man bei der Waldtraining aber noch eins sagen. Wenn ihr wisst, dass das Säugetiergehirn, ja, das erlernt am besten einspeiert in einer klar definierten Pause, dann hast du mit so einem Timer und mit einer klaren Planung deiner Arbeitszeit dem Pferd nicht nur Sicherheit gegeben, dass es weiß, wie lang ist meine Arbeitszeit, sondern auch viele gute Speicher Möglichkeiten dem Gehirn zu geben, was zu lernen. Und ich weiß, dass es immer so ein bisschen ein Diskussionsthema ist. Ich habe auch nicht, ich habe die Ambition nicht, dass ich sage, pass mal auf, jetzt soll jetzt Arbeit machen, haben wir jetzt 1 Minute oder 3 Minuten geritten und jetzt war ich nicht zufrieden. Ne? Dann sagt die Uhr Pause und ich sage zu dem Pferd, in 1 Minute sprechen wir wieder. Aber bitte, wenn ihr euch für sowas entscheidet, ja, dann entscheidet euch ganz, nicht so halbherzig, ja, jetzt machen wir mal ein bisschen Intervall und morgen wieder nicht, sondern gebt dem Pferd einen Vertrag. Ich sage immer, mach ein Versprechen, sag, pass mal auf, du arbeitest heute 6 Mal ab jetzt, maximal 6 oder 7 mal 3 Minuten, wenn du nicht blau-gelb machst, ja. Aber dann ist gut. Und dann wirst du mal sehen, was sich verändert. Also die ganzen positiven Veränderungen, weil wir haben so einen Gedanken im Kopf alle, du musst immer mit was Positivem aufhören, aber das geht leider nicht, ja. Ich hab's noch nie, ich kann es nicht durchweg sagen, weder in der Pferdeausbildung noch im Leben, dass ich jeden Tag positiv beenden kann. Also das wäre das Schöne doch, oder? Wenn wir jeden Tag ins Bett gehen und sagen, wow, der Tag war heute noch schöner und geiler wie der andere. Also irgendwann müssen wir einmal sagen, jetzt, ja, meine Oma hat immer gesagt, gute Nacht, die lieben Sorgen. Ella mal, ah, bis morgen. Muss man auch mal sagen können, okay, wir reden morgen wieder und dann schauen wir weiter. Und meistens geht es dann auch gleich wieder 1000 Mal besser. Vielleicht ist es auch ein Punkt, den wir nochmal ansprechen können, wenn jemand sehr verzagt ist mit seinem Pferd, weil er an irgendeiner Geschichte arbeitet, wo er nicht vorwärts kommt, sei es am Boden oder sei es unterm Sattel und zunehmend genervt ist von seinem geliebten Vierbeiner, weil auch das kommt ja vor, auch das kennen wir alle, nicht wahr? Wir haben so unsere Pläne im Kopf und irgendwie geht es nicht weiter. Wenn man dann mal was völlig anderes macht, das kann die Equikinetik sein, das kann aber auch, da werden wir nächste Woche drüber reden, Working Equitation sein. Also mal etwas völlig anderes und dann eben dem Pferd, wie du so schön gesagt hast, einen Vertrag gibt und sagt, pass mal auf, jetzt machen wir mal was ganz anderes. Und hier bei der Equikinetik hast du im Vertrag drinne stehen, das hast du bei der Working Equitation so nicht. Ja, machst du 6 Mal 1 Minute, 1,5 oder 3 Minuten, wie auch immer.
Und dann bist du raus und hast Ruhe und dann reden wir morgen weiter. Also ich glaube, dass jeder von euch, der jetzt vom Bildschirm sitzt und mal gehört hat, dass ein Ausbilder gesagt hat, stell mal die mal 4 Wochen auf die Koppel, es geht nicht mehr weiter. Es war durchaus, wird auch heute noch sein, bei Pferdemenschen ein Mittel, einfach zu sagen, wir kommen nicht mehr weiter, ja. Wir kommen nicht mehr weiter in unseren Verhandlungen, ja, also oder in unserem Training, dann stellen wir die mal einfach weg. Und das ist bei Sportpferden so, die brauchen mal eine Pause, die brauchen auch mal Urlaub. Ich finde es immer, ich sage immer, Leute, wenn sie dann so Panik kriegt, weil sie jetzt mal 2 Wochen in Urlaub fahrt und keine Vertretung für euer Pferd habt, gebt doch dem Pferd auch mal Urlaub. Wir brauchen das ja auch. Wisst ihr, wir reden ja auch immer von einer Auszeit und oh, und ich brauche mal ein bisschen die Seele baumeln lassen. Das braucht das Pferd auch. Ja? Und wenn man gerade, wenn man nicht mehr weiterkommt, dann ist sowas wie auch mal wirklich 14 Tage das Pferd nur auf die Koppel stellen, mal ein absoluter Segen für das Pferd und auch für dein Weiterkommen natürlich. Und ich bin einfach da vollkommen Fan davon, dass man sagt, ich habe einmal eine Aussage getroffen und die habe ich mein ganzes Leben lang positiv begleitet. Ich habe also ein Pferd, das ist, ja, der hat den direkten Draht in mein Aggressionszentrum früher gehabt. Der hat es ihm viel gebraucht und dann haben wir uns nicht mehr so gut verstanden. Aber ich habe oft gesagt bei dem, ich bringe die jetzt raus aus der Halle, weil sonst erschlage ja die. Ja. Und da aber dieses dem wegbringen und einfach sagen, wir reden in 2 Tagen wieder, das hat die ganze Sache wieder, immer wieder entspannt. Und ich bin auch nicht so, der hundertprozentig davon überzeugt ist, oder dass das Pferd uns immer was Böses oder was uns ärgern will, sondern dass die Pferde einfach haben, wir haben manchmal einfach, da werden wir selber ein bisschen wütend, das Pferd stellt sich vielleicht ein bisschen dumm an, vor allem wenn das letzte Woche hat er ja schon die Seitwärtsgänge so schön gemacht und diese Woche macht er wieder auf blöd. Und was man auch sagen muss, habe ich immer gesagt, Leute, man darf sich vom Pferd nicht persönlich betroffen fühlen und so. Das geht doch auch nicht in Wirklichkeit. Ich meine, die stehen uns so nah. Und ein Pferd konnte ich genauso ärgern, enttäuschen, in die tiefsten Abgründe schicken und in die höchsten Höhen. Ja, wenn jemand Ja, mal. aber Mike, da lass ich mal einen kleinen moralischen Einwurf machen. Das sagt die Richtige, die Mr. P gelegentlich auch dreimal täglich gerne den Hals umdrehen möchte. Aber am Ende des Tages kommt es doch immer auf selber heraus. Im Grunde genommen enttäuschen uns nicht die Pferde, sondern wir sind enttäuscht davon, dass irgendetwas nicht so funktioniert, wie wir es gerne hätten. Ja? Ganz Und genau. dann kann man sagen, dann haben wir die falsche Frage gestellt. Ja? Wir haben die falsche Frage gestellt, haben eine Antwort gekriegt, die wir nicht gerne hören. Und dann sind wir sauer oder enttäuscht, aber im Grunde genommen ist das kein Thema der Pferde. Ja, die Pferde sagen, was hat sie jetzt schon wieder? Ja, jetzt regt sie sich schon wieder auf. Ja, was denn nun? Ich habe doch alles so gemacht, wie sie wollte. Ja. Ja, ich sage ja, das ist die Zusammenfassung, was ich gerade gesagt habe. Es kommt einfach so, es ist diese Souveränität auch, dass du sagst, du pass mal auf, ich habe vielleicht heute einen Tag gedacht, ich bin gut drauf, aber ich bin doch nicht gut drauf, ja. Weil Pferd ist vielleicht nicht gut drauf. Ein Pferd kann mal Kopfweh haben, ja, kann wahnsinnig schlecht schlafen haben, weil er große Unruhe im Stall war. Hat vielleicht Schmerzen, weil er sich in der Nacht verlegt hat. Du hast die Möglichkeit zu sagen, ich gehe heute nicht aufs Pferd, weil ich habe Rückenschmerzen. Beim Pferd ist es so, dass die meisten Menschen, dass man es gar nicht erkennt, ja, wir haben ja durch alleine schon durch unsere Bildfolge in den Augen, wir erkennen ja Lahmheiten erst so, wenn das Pferd eigentlich schon richtig lahm ist, ja, also die ersten 20% der Lahmheit, ich sage das jetzt einmal so ganz schnell, ohne tiefer reinzugehen, erkennen wir mit dem bloßen Auge gar nicht, ja, und das sind so Sachen, das Pferd hat schon Schmerzen, aber kaschiert es halt, ja. Für so ein Beutetier ist es nicht so gut, ja, zu zeigen, ja, dass man verletzt ist. Und wenn wir das dann erst so spät erkennen, ja, dann ist oft schon, dass Pferde teilweise unter Schmerzen laufen. Die haben natürlich keinen Schmerzlaut, wir merken das erstmal gar nicht. Ich stelle mir immer so vor, wenn die Pferde so winseln könnten wie ein Hund, ob wir dann überhaupt so einen Reitsport hätten, wie wir den haben, mit Sicherheit nicht, weil das ging gar nicht, ja, oder da müssen wir die Pferde die Stimmbänder rausschneiden, ich weiß auch nicht. Aber das sollte man immer ein bisschen bedenken, dass halt einfach auch Tagesformen sind, ja. Ich meine, du machst dir, wenn Sportreiter jetzt vorm Kasten sitzen, die sagen, Wahnsinn, wir haben alles perfekt vorbereitet, das Pferd ist gelaufen im Training, besser kann es nicht gehen und am Tag X stimmt die Leistung einfach nicht, weil einfach du auch nicht immer deine gleiche Leistung bringen kannst. Ja, jeder, der Prüfungen macht oder Prüfungen abnimmt, weiß, dass das manchmal Umstände sind, die du einfach gar nicht in der Hand hast. Da passt einfach nicht. Sollen Du wir das warst jetzt jetzt. mal,
Sollen wir das mal ein bisschen zusammenfassen mit den Worten, habt nicht so hohe Ansprüche ans Pferd, gerade in dieser Corona-Zeit, wo wir alle vielleicht ein bisschen auch gebeutelt sind und gestresst sind, weil wir verschiedene Sorgen haben und uns nicht so normal bewegen können, wie wir das eigentlich sonst eigentlich machen, womöglich noch weniger Zeit haben. Und wenn ihr, ja. Naja, kannst du eben, was du, es ist immer so, die Grundsatzgedanke ist der, jeder muss selber erstmal wissen, was will ich eigentlich mit meinem Pferd. Also, wenn es ein Thema gibt, einen Punkt gibt, der dafür verantwortlich ist, dass Leute nicht weiterkommen, ist, dass sie manchmal gar nicht wissen, wo sie hinwollen. Ja? Und wenn ich heute zum Beispiel Sportambitionen habe, dann sind meine Ansprüche natürlich anders ans Pferd, ja, oder an mich selber, als wie ich sage, du, wenn er brav im Gelände ist, dann ist das mal alles gemacht. Aber wir haben ja ganz oft, uns setzen wir uns unter Druck, wenn ich an meine Kunden und Schüler denke, das sind Freizeitreiter und die haben sich einen Druck aufgebaut und der entsteht ja oft durch ein ganz blöde Ansage im Stall, ja, das müsst ihr aber schon können mit 4. Es reicht für manche Leute schon aus, dass sie sich komplett verrückt machen, ja, und ich würde da gern das Beispiel von dem Pfützen von meinem Haflinger erzählen, weil das passt so gut. Also, wie ich da eingestiegen bin im Westernreitsport 94, ist mein Haflinger durch keine Pfütze gegangen. Und bei uns am Westernreitstall musste jedes Pferd durch für eine Pfütze gehen. Und ich habe Gott was probiert, um das Pferd da reinzubringen. Und bei meinem ersten Kurs beim Roger Kupfer hat eine vom Stall gesagt, hat Roger gefragt, du Roger, was machst du eigentlich, wenn der Pferd durch Pfützen geht? Hat der Roger gesagt, ich gehe nie durch Pfützen, weil ich weiß nicht, was da drin liegt. Und ab diesem Tag war es verboten, am Stall durch Pfützen zu gehen, weil man weiß ja nicht, was drin liegt. Und das war mir bis heute eine Lehre. Was lustig war, typisch Schäflinger, bei mir da ist dann natürlich, wo es verboten war, in Pfützen zu gehen, in die Pfützen reingegangen. Ja? Aber hoffe, ihr versteht die Botschaft. Es ist oftmals so, dass das Problem gar nicht bei dir liegt, sondern auch in deinem Umfeld. Ja? Und da musst du auch. Müsstest du dich einmal frei machen, aber ich weiß, wie das ist. Heute sind dann so Reitstellen, gerade jetzt in so Zeiten, wo die Leute werden ja auch draußen im Supermarkt werden ja auch ein bisschen genervter. Das merkt man ganz einfach. Das ist so. Und dann geht natürlich auch im Reitstall so, dass es oft mal wirklich ich finde, ein Problem ist, ja. Vor allem, wenn du dann kein Standing hast oder vielleicht noch nicht so lange dabei oder du überzeugt bist, du bist eine schlechte Reiterin, dann bist du natürlich anfällig gegen solche Sachen. Und dann kommt es wirklich oft zur Überforderung, weil du denkst, Mensch, der ist doch schon 4, das müsste er können. Und dann übst du Druck aus und dann kommt es halt bei vielen Pferden, geht dann gar nichts mehr. Und oft haben die Pferde halt einfach die Voraussetzungen nicht. Man hat die Grundausbildung eines Pferdes von 3 Jahren auf 3 Monate verkürzt. Meine Mutter hat immer gesagt, mit einem Düsenjäger durch die Kinderstube geschossen. Ja? Die Pferde haben nie richtig gelernt, sich zu balancieren und nicht die richtige Muskulatur aufgebaut. Also so die Reiter oder die Kundschaft, die hat es ja auch oft nicht ganz einfach, ja, weil einfach die Voraussetzungen schon schlecht sind. Und dann hat das Pferd, alleine schon, wenn ein Pferd keine gute Balance hat, der Reiter natürlich dazu auch nicht, ja, dann ist ja, das ist einer der größten, ja, Stressfaktoren, der jemals gemessen wurde beim bewegten Pferd. Und das unterschätzt man immer. Ja, man denkt immer nur an Schreckhindernisse und hin und her, aber dass der größte Stress ist, hat Martin Bleber mal, wenn ich mich richtig erinnere, gesagt, die Pferde haben heute nicht Angst, gefressen zu werden, sondern eher die Balance zu verlieren und hinzufallen. Und das kann ich nur bestätigen, ja, weil es uns genauso geht. Denkt mal, ihr geht um 5 Uhr morgens in den Stall und ihr stolpert und legt euch flach. Das Erste, was du machst, du schaust, ob es jemand gesehen hat, obwohl es gar keiner gesehen hat, außer deine Pferde, weil keiner um 5 im Stall ist. Aber das ist eine voll peinliche Situation. Ja? Irgendwo hinzufallen, wo zu liegen, wo du praktisch in dem Moment wehrlos bist, genauso geht es den Pferden. Ihr habt es alle schon mal gesehen, wenn ein Pferd auf der Koppel hinfällt, weil es ausrutscht, es springt auf und der nächstbeste, der kommt, der kriegt mal erstmal eine reingehauen, ja? Obwohl der was daneben gestanden ist. Ich weiß nicht, ob Pferde auch lachen, aber es sind so Sachen einfach. Balance ist ganz, ganz wichtig. Ja? Und da sollte viel mehr Wert gelegt werden in der Ausbildung von Pferden, dass sie wirklich die Balance haben. Und das war ja der Hintergrund der Kampagnenschule. Ja? Wir wissen, glaube ich, mittlerweile auch viele, dass die große Kavallerie von Kaiser Wilhelm II., es waren 120.000 Pferde im Dienst. Ja? Also der Weiß sagt immer, glauben Sie ja nicht, dass 120.000 Reiter reiten konnten. Aber die Pferde konnten von
sicher auslaufen von A nach C. Übrigens, dieselbe Meinung hat auch Volker Eubel. Das Thema Balance ein Knackpunkt ist, das ist ohne Frage. Natürlich nicht nur ohne Reiter, sondern gerade auch mit Reiter. Und das ist ja im Grunde genommen alles das, um was sich alles rankt. Ne? Sobald wir das erste Mal auf dem Pferderücken sitzen, zerstören wir in Anführungsstrichen die natürliche Balance des Pferdes. Und dann müssen wir ja zusehen, dass wir das wieder in den Griff bekommen, beziehungsweise wir zusammen, das Pferd und der Reiter, zusammen im Balance sind. Was du heute Abend erzählt hast, fasse ich mal so zusammen. Im Grunde genommen brauchen die Pferde mehr Zeit, um in ihrer Grundausbildung zu reifen, einerseits. Andererseits stellen wir fest, dass wir heute, wir jetzt hier so als Pferdebesitzer weniger Zeit in Zeiten von Corona haben, weil wir nicht so lange zum Pferd dürfen. Was im Grunde genommen zwei Dinge mit sich bringt. Erstens, lasst euch nicht unter Druck setzen von außen. Ja? Also wohl unter den zeitlichen Druck, weil da sind die Stallbetreiber zu angehalten, dass sie ihre Hygienekonzepte einsetzen können, dass ihr eben nur die Zeit X täglich bei eurem Pferd verbringen könnt. Lasst euch aber insofern nicht unter Druck setzen, als dass ihr euch Ziele vornehmt, die vielleicht in dieser kurzen Zeit nicht erreichbar sind. Senkt eure Ziele herab, senkt eure Ansprüche herab, überlegt euch, was geht, macht Intervalltraining, guckt euch Equikinetik an. Oder aber auch nur Intervalltraining, das geht besonders dann, wenn ihr so eine gewisse Ahnung von Trainingsaufbau habt und euch selber einen Plan macht, ja, was möchte ich gerne, wie möchte ich es gerne, sonst ist Equikinetik unzweifelhaft ein super Mittel, wo man da sozusagen guided, ja, an dieses Intervalltraining herangeführt wird. Mike, du siehst so aus, als wenn du dringend was sagen wolltest. Ich bin mal gerade ruhig. Nein, ja, also was man auch nicht unterschätzen darf, weil du vorher Stefan Schneider gesagt hast, ja, der Stefan hat mal zu mir gesagt, weißt du, wenn du piaffieren willst, kauf dir oder besorg dir ein Pferd, das Piaff-Talent hat. Weil das darf man auch nicht unterschätzen. Wir haben ja oft, gerade wir Trainer, die mehr oder ganz viel mit Freizeitreitern und allen möglichen Pferderassen zu tun haben, wir haben ja, weißt du, man kauft sich einen Kaltblüter, weil man den so toll findet. Und dann letztendlich will man dann doch ein bisschen Dressur reiten und vergisst oftmals dann, dass der Kaltblüter halt dafür gezüchtet wurde, um Bäume aus dem Wald zu holen. Und ein Dressurpferd, ein hochkarätiges, ist gezüchtet worden, um Dressur zu gehen, ja, in seiner, das ist seine Professur. Aber man kann mit dem Dressurpferd schon einen Baum rausziehen aus dem Wald, aber das ist dann eher so ein Weihnachtsbaum, also Christbaum. Und der Kaltblüter wird dann auch so wie das Dressurpferd Bäume, ja, schleppt, also Holz rückt, wie man sagt bei uns, ja, so wird auch der Kaltblüter seine Dressur gehen. Man kann da tolle Leistungen rausholen, aber immer ein bisschen bedenken, dass halt auch die Pferde dann anatomische Grenzen haben und dass nicht immer alles geht, was wir gerne haben möchten. Wir sehen natürlich Videos von den ganzen Stars, die da ganz toll reiten oder ganz tolle Sachen machen, aber eins habe ich versichert, wenn Leute, die in den Shows auftreten, ja, und die wir alle bewundern, übrigens ich auch, ja, die haben nicht nur mit einem Pferd begonnen, ja, die haben oft sehr viele Pferde trainieren müssen, bis sie diese ein, zwei, drei rauskristallisiert haben, die dann geeignet sind, um dann auf der Equitana zu glänzen oder auf der Messe. Und du hast dann in der Regel ein, zwei Pferde, und mit denen arbeitest du, mit denen, die liebst du über alles, und mit denen versuchst du das zu erreichen, aber sei dann manchmal auch einfach kulant, wenn du merkst, du bist einfach jetzt an der Grenze gestoßen, warum auch immer, auch wenn du selber mal an die Grenze kommst, was ist denn dabei, wenn man dann einfach sagt, du pass mir auf, bevor wir jetzt nur noch streiten, bringe ich den Stall und ich komme morgen wieder um 4 und dann reden wir weiter. Und jetzt schlaf gut, mein Schatz. Und dann ist, hast du, also ich habe so viel kaputt gehen sehen durch dieses, du musst mit was Positivem aufhören und dann wird 1,5 Stunden rumgeritten. Wie Bernie Zammerl auf der Vorbildung gesagt hat, ja, im Raumpensum mehr Beziehungen zerstört worden wie gekittet, ja. Weil einfach, das ist jetzt zwar ein bisschen weg, aber genauso da. Immer mit was Positivem aufhören, glaube ich, macht flächendeckend mehr kaputt, wie es gut macht, ja. Das heißt nicht, dass man das Pferd immer entlassen muss mit einem unerwünschten Ergebnis, aber das drauf rumreiten bis zum letzten Jahr, Wut zu kriegen und hin und her und das hat, glaube ich, jeder von uns schon mal erlebt, ja, wenn das Pferd so in dein Aggressionszentrum sich reinschleicht und du mal sauer wärst und dann ist es am besten, du brichst sofort ab. Ich mache das so und ich stehe da dazu
Und ich habe da auch schon Diskussionen geführt, aber das ist ja auch wichtig. Wenn du hinter was stehst, so wie ich hinter der Sache, ist das kein Problem. Weil da sage ich, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf die Scheiße mit dir. Ganz ehrlich, ganz bayerisch, wir reden morgen wieder. Und komischerweise, morgen schaut die Welt ganz anders aus. Ich habe mich beruhigt. Man soll ja nie auf eine E-Mail antworten, sofort ist die ärgert. Ja, immer nur einen Tag oder zwei liegen lassen. Hast du ganz anderen Blickwinkel drauf und dann kannst du auch vielleicht vernünftig antworten. Manchmal geht es nicht, manchmal muss es gleich losschlagen, aber es hilft einfach nichts. Ja. Da haben wir, sind wir alle bloß Menschen, keine Frage. Ja. Also, wenn wir alle so zen-buddhistisch wären, wie wir es empfohlen kriegen, ja, oft, dann wären wir alle in Tibet oder beim Dalai Lama an der rechten und linken Seite. Wir sind Menschen mit unseren Emotionen, mit unseren Sorgen. Und die Pferde sind hervorragende Leser. Wenn du da kommst, wenn du schon die Autotür zuhaust am Parkplatz, sagt das Pferd zum Nachbarn, oh, wie sind die heute wieder drauf? Ja? Also an jedem Schritt erkennen die Pferde, die kennen uns in- und auswendig. Und deshalb braucht man gar nicht versuchen, denen was vorzumachen, weil die wissen ganz genau. Die sagen, hey, was redest du denn? Ja, Du lass bist mich das noch heute nicht. ergänzen, weil das ist eigentlich ein schöner Einwand von dir, dass du sagst, hier, wenn ich merke, ja, finde ich auch einen schönen Vergleich, muss ich mir merken. Jetzt ist er in meinem Aggressionszentrum, Mr. P, du bist mitten in meinem Aggressionszentrum. Ja, also das ist natürlich auch eine Schwäche, die wir Menschen zeigen, ne? Und wo die Pferde sofort sagen, Schätzekind, ich habe es schon immer gewusst, ja, auf dich ist kein Verlass, wenn hart auf hart kommt. Ne? Und wenn man dann sagt, okay, jetzt hier Break, dann ist das wiederum eine Stärke. Logisch. Kannst du das als großes Bild irgendwo zuschicken? Ja, Hans-Georg Metz, einer der ältesten Personal Trainer in Deutschland. Der war auch Pferdebesitzer und ich habe schon lange keinen Kontakt mehr. Ich hoffe, der lebt noch. Aber der hat zu mir mal gesagt, auf meine Aussage, dann höre ich einfach auf und schicke den raus, bevor die ausflippt. Sagt er, es ist ein hohes Maß der Führung. Dann schaue ich den an, weil ich habe das eher bis zu dem Zeitpunkt als Schwäche gesehen. Sagt er, wenn du zu jemandem sagst, Claudia Sanders, an dieser Stelle brechen wir jetzt ab. Geh aus meinem Büro raus und du bist morgen um 8 hier und wir reden weiter. Dann habe ich ein hohes Maß der Führung bewiesen. Und immer bei Dingen ist wichtig, dass du auch dazu stehst, was du machst. Ja? Und wenn du auch dann fünf vom Stall sagen, ah, da hätte ich jetzt nicht aufgehört, dann musst du sagen, ja, eben, ihr, aber ich mache so. Und ich habe da beste Erfahrungen damit gemacht. Und ich weiß, das geht in unseren Kopf schwer rein, weil wir sind alle geprägt. Unsere Erstprägung spielt eine ganz große Rolle. Die ersten Sachen, die du erfährst über ein Pferd und was dir jemand sagt, das ist zum Beispiel so, der Großvater spielt da oft eine Riesenrolle bei guten Pferdeleuten, weil der Großvater ja dann meistens der Weise ist, der dann dir gleich die richtige Prägung gibt. Ich sehe das bei meinen Enkelkindern, wenn ich denen Sachen sage. Das sind einfach Dinge, die prägen sie, die ein, die werden die nie vergessen. Ja? Oder du kommst halt an einen Stall und da wärst du halt auch dann geprägt oder von deinem Umfeld und diese Sachen bringst du schwer aus dem Kopf raus, ja. Trainingspausen zum Beispiel, ja. Das Pferd muss jeden Tag bewegt werden, muss schwitzen. Das hast du einmal gehört, wenn es deine Erstprägung war, hast du das immer drin und hast immer schlechtes Gewissen, wenn er mal nicht schwitzt, ja. Und es ist immer schwer rauszukommen aus solchen Gewohnheiten. Es ist, weiß jeder, der Rauchen aufhört und, egal was, ja. Die Gewohnheiten einfach zu unterbrechen, braucht einfach eine Zeit. Ja, und wir sind ja jetzt im Moment in der Situation mit Corona, dass wir eigentlich so unsere liebgewordenen Gewohnheiten gar nicht so ausleben können, weil wir halt so ein bisschen zeitintensiv arbeiten müssen. Und ich glaube, du hast uns da heute Abend eine ganze Menge nochmal Anregungen gegeben und ganz schön auch dein Verständnis fürs Pferd und auch mal gut sein lassen, auch mal trotz dieser hektischen und ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber teilweise empfinde ich es schon fast als aggressive Zeit, ja, wo die Leute echt wirklich genervt sind. Also mein Einkauf vor Weihnachten unvergessen. Also hallo. Ich war froh, als ich wieder zu Hause war. Ja, ich möchte gerne noch was sagen. Es ist immer so, du machst natürlich im Laufe der Zeit, wenn du als Ausbilder oder als Pferdemensch deinen Weg gehst, machst du ja verschiedene Phasen durch. Und ich habe, das, was ich heute sage, wenn mir jemand gesagt hätte vor 20 Jahren, dann hätte ich gesagt, um Gottes Willen, ich habe ja gar keine Ahnung. Ich kann mich immer so gerne erinnern an Klaus Balkenhol in Gut Ising vor 3 oder 4 Jahren, wo er gesagt hat, da ging es um das Thema Schlafsiegel, bla bla, hat er gesagt, meine Damen und Herren, ich will Ihnen bloß eines sagen, ich war auch mal jung. Und das dürfen wir nie vergessen, ja, wir haben alle Fehler gemacht, ja, und es gibt Sachen, da wenn ich zurückdenke, da denke ich mir, meine Herren, das, wenn ich damals gewusst hätte, aber du hast es nicht gewusst, ja, und du musst, bloß eines darfst du bitte nie tun,
Du darfst dich nie so in den Tunnelblick reinstellen und sagen, ich weiß schon alles. Keiner von uns, ja. Es gibt Leute, die haben ganz, ganz viele Puzzleteile und manche haben noch mehr, aber alle hat keiner. Und es ist immer wieder Bereicherung. Wir machen ja sehr viele Trainerweiterbildungen mit externen Trainern, Uta Gräf, Bernie Zambeil, Horst Becker, Ute Holm, also wirklich mit ganz vielen Kapazitäten. Und es ist immer wieder spannend, ja, weil alle haben verschiedene Ansatzpunkte. Es gibt viele Dinge, wo wir uns einig sind, aber es gibt viele Dinge, die einfach anders gemacht werden und auch zum Erfolg führen. Aber bitte denkst dran, es ist ein Lernprozess bis an der Lebensende. Ja, meine Mutter war ja eine sehr gute Reiterin, die hat zu mir immer gesagt, das weiß ich heute noch, ein Leben reicht nicht, um reiten zu lernen. Ich sage, ich möchte es noch mal ergänzen, ein Leben reicht nicht, um Pferde kennenzulernen, um deinen Erfahrungsschatz auszuweiten in jeder Richtung, an die Offenheit zu haben. Es gibt auch Dinge, die werden an mich herantragen. Da kann ich erstmal nichts anfangen damit. Vielleicht 2 Jahre später sage ich, Mensch, das ist doch genial, das kann ich einbauen. Aber das Entwickeln ist wichtig. Und ich glaube, wenn du die Fehler nicht machst, ja, die du irgendwann machst, weil du einfach vielleicht zu wenig selber probierst auch, dann kommst du auch gar nicht in den Status, dass du sagen kannst, Mensch, meine Herren, was habe ich damals für einen Scheiß gemacht? Ja? Und jeder kennt es. Manchmal verlierst du einfach die Nerven, gerade früher, da wo du unter Druck stehst. Ja, ich rede mich halt leicht. Ich bin über 20 Jahre dabei, habe weit über 5000 Pferde durch meine Hände laufen, sehen und wirklich gelaufen. Und dann wirst du einfach souveräner. Wenn ich mal denke, 20 Jahre zurück, wenn das so ein Pferd in den Hänger rein wollte und 20 Kursteilnehmer schauen zu, dann bist du natürlich unter Druck. Ja, heute hast du keinen Druck mehr, weil du sagst, wenn es nicht geht, geht es halt nicht, dann tun wir halt morgen rein. Also verstehst du, was ich meine? Man redet immer so leicht, ja, wenn man erfahren ist und wenn man lange dabei ist und hin und her, sag mal, stell dich doch nicht so an, ist doch wurscht, ob 1000 oder 500 Leute drin sind. Ja, aber das ist für jemanden, der zum ersten Mal reingeht, nicht wurscht. Und das weiß ich nur bei der Pferd International, mein erster Auftritt auf einer Messe, da habe ich erst mal 2 Bier gebraucht, dass ich da überhaupt rein mich getraut habe, weil da an Christi Himmelfahrt so viele Leute da waren. Heute würde ich sagen, wenn jemand sagt, vom Auftritt 2 Bier, sage ich, komm, ist doch nichts. Das stimmt nicht. Man braucht die Lebenserfahrung gerade mit Pferden und ich kann euch eines sagen, ich lerne jedes Jahr wieder Pferde kennen, wo ich mir denke, wow, das hätte ich niemals gedacht. Erst einer der letzten Kurse in dem Jahr, ja, habe ich einen Hengst gehabt, der ist gestiegen und ich habe mir gedacht, der hat immer wieder angedeutet, der haut jetzt mit dem Vorderbein zu und haut gegen mich, ja. Und ich habe nie gedacht, dass es tut. Aber er hat dann tatsächlich, hat er meine auf die Hand drauf gehabt. Das war eine Fehleinschätzung. Hinterher habe ich mir gedacht, meine Herren, wie dumm kannst du eigentlich sein, ja? Aber es ist nichts passiert. Es hat zwar ein bisschen wehgetan und es war alles okay, aber hey, ich bin so lange dabei. Sowas darf nicht passieren. Aber manchmal ist es einfach so. Da schätzt du einfach Situationen falsch ein und dann musst du auch lernen draus. Aber das darfst du mir glauben. Das passiert halt nur einmal, ja? Und genauso geht es euch. Ihr müsst es selber probieren, ja. Und glaubt mir eines, wenn es ihr mit gesundem Menschenverstand rangeht, so viel macht ihr in der Regel nicht kaputt beim Pferd, ja, dass man das irreparabel ist. Aber was einfach euch immer im Leben im Weg steht, ja, wenn ihr einfach nichts selber macht, immer nur hört, was andere sagen, du musst einfach deinen Weg finden. Es hilft nichts, ja. Egal in welcher Richtung, ja. Das sind natürlich herrende Worte. Nehmen wir daraus nochmal 2, 3 Dinge mit, nämlich zum einen, bleibt immer neugierig. Neugierig zu sein ist die Garantie dafür, dass man sein ganzes Leben lang auch lernt. In dem Moment, wo jemand sagt, und zwar egal ob Ausbilder oder einfach Pferdebesitzer oder wie auch immer, ich weiß schon alles, ich kann schon alles, dann ist das Fass eigentlich zu. Dann kann man schon sagen, okay, danke für das Gespräch, aber wenn wir so weit sind, das heißt nicht, dass man täglich seine Meinung verändert, ne? Also da verstehe Nein, ich bitte grundsätzlich nicht, aber. falsch. Überhaupt nicht. Aber mir geht es so, die besten Ausbilder, die ich kenne, bleiben ihr Leben lang neugierig. So. Die machen auch mit 70 plus noch eine Fortbildung weiter, weil sie sagen, mich interessiert der neueste wissenschaftliche Stand der Dinge. Und das ist vielleicht das, an dem wir uns auch orientieren sollten, dass wir sagen, wir bleiben neugierig. Ne? Genau. So, und wir bleiben auch neugierig, gehen jetzt vielleicht noch nicht ins Bett. Aber sind so am Ende des Gesprächs oder habe ich noch was vergessen, was du noch mal gerne sagen Nein, würdest? es ist alles gesagt. Also im Endeffekt ist so, das nützt auch die Zeit ein bisschen. Es ist klar, wir brauchen im Reitsport nicht drüber reden, was das für ein, wir sind auch
denke ich, flächendeckend Opfer von der Sache, wie die Gastro, wie die Veranstaltungen. Denkst mal an die fehlenden Messen und hin und her. Und wir können einfach nur hoffen, dass es besser wird, dass wir uns vor allem wieder persönlich mal sehen können. Ja, das ist ja das, man konferiert ja jetzt mittlerweile über Zoom und klar hat es Kurse gegeben im Sommer. Also es war ja auch bis vor kurzem noch, habe ich mal die letzte Trainerausbildung im November abwickeln können. Aber es ist einfach, wir schauen einfach nach vorne. Und die Zeit, wo wir beim Pferd sind, nutzen wir halt ganz einfach und schauen, dass wir das Bestmögliche rausholen fürs Pferd. Und wie gesagt, das ist jetzt das, was wir machen können und vor allem gesund bleiben. Ja. Ich meine, im Endeffekt ist das alles Entscheidende. Also gerade in solchen Zeiten lernt man halt mal wieder ganz extrem, wie wichtig die Gesundheit ist. Ich meine, ich habe ja auch viel mitgemacht die letzten Jahre gesundheitlich und Gott sei Dank geht es mir jetzt hervorragend. Ja, das kann ich so behaupten. Habe viel gemacht dafür, aber das ist das alles Entscheidende. Ja. Und einfach die Pferde im Kopf auslasten, weil natürlich das schon jetzt immer wieder mir zu Ohren kommt, dass die Menschen Schwierigkeiten haben, dann weil die Pferde eh schon immer so eine Gratwanderung waren beim Reiten, dass die jetzt natürlich nur eh explodieren. Also macht's was im Kopf, beschäftigt sie im Kopf. Das ist das Allentscheidende. Die Bewegung entsteht im Kopf. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn die da ausgelastet sind. Das kann man mit ganz einfachen Sachen machen, ja. Fahne, ein bisschen Farbreize, ein bisschen Flattervorhang, einfach Dinge, wo die mit dem Kopf beschäftigt sind und dann ist euch schon viel Leid erspart und den Pferden auch. Auf das Thema Kopfarbeit gehen wir nächste Woche mit dem Stefan Schneider nochmal explizit drauf ein. Mike, ich danke Wird dir euch dafür. gefallen, Stefan ist ein geiler Typ. Hätte ich jetzt anders ausgedrückt, aber jo, kann man so sagen. Ja. Mike, ich danke dir, dass du heute Abend da warst. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen mitgenommen. Vor allen Dingen lasst euch nicht stressen, kommt durch diese nervtötende Zeit. Wir kommen da alle irgendwie hindurch. Bleibt euren Pferden gewogen. In dem Sinne, macht euch nicht zu viel Stress, macht den Pferden nicht zu viel Stress, schaltet einen Gang runter, denkt euch was aus, um sie im Kopf zu beschäftigen, macht Intervalltraining, um sie körperlich in kurzer Zeit zu beschäftigen. Und Mike, deine Worte, bleibt gesund, ganz wichtig. Und vor allen Dingen, kommt gut ins nächste Jahr. Ja, bleibt gesund, habt ein glückliches Jahr und ja, feiern. Hätte gesagt, vor einem Jahr hätte ich gesagt, saufst nicht so viel. Ja, es fällt ja auch aus, obwohl man kann ja alleine auch trinken. Gute Nacht, danke Claudia und wir hören und sehen uns wieder. Gute Servus. Nacht. Macht's gut. Bis dann. Bleibt uns gewogen. Tschö. Servus.